Österreich bei meiner Familie über die Feiertage. Und da muss ich natürlich immer die Geschäfte unsicher machen, die es in Deutschland nicht gibt oder zumindest in meiner Umgebung nicht gibt. Und deswegen war ich heute beim Biber und habe dort ein bisschen zugeschlagen, unter anderem beim Biber. Und möchte gleich zeigen, was ich mir alles gekauft habe. Für die deutschen Seher ist das natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil ich nicht genau weiß, ob es diese Dinge alle auch beim DM oder so gibt. Aber ich denke mir, ansonsten sind oft die Österreicher benachteiligt, weil es viele Marken nicht in Österreich gibt, die es in Deutschland schon gibt. Also so, denke ich mir, ist das ausgleichende Gerechtigkeit und es sind ausnahmsweise mal ein paar österreichspezifische Dinge dabei. Und ja, ich denke mir, es sind viele oft in Österreich auf Urlaub und können ja dann vorbeischauen. Also, ich habe mal in der Nagelabteilung zugeschlagen und habe mir von Look by Biber zwei verschiedene Nagelhärter gekauft. Und zwar einmal einen matten Nagelhärter. Und den habe ich vorher schon ausprobiert und da bin ich schon ganz begeistert, weil der wirklich, also dann matt bleibt. Also das habe ich mir nicht gedacht, dass das klappen kann, aber im Prinzip schaut es so aus, als ob man gar nichts auf den Nägeln drauf hätte. Und ich denke mir, das ist super auch für Männer eigentlich. Es gibt ja oft, also mein Bruder zum Beispiel hat das, dass er so ganz brüchige Nägel hat. Und ich denke mir, vielleicht werde ich dem das jetzt einreden, dass er das doch mal versuchen könnte, weil es schaut wirklich nicht aus, als ob man Nagellack drauf hätte. Und der zweite Grund, warum ich das gut finde, ist, weil ich das Gefühl habe, dass es so als Unterlack echt praktisch ist, weil jetzt rein, also das bilde ich mir halt jetzt so ein, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe das Gefühl, dass der Nagellack, der dann da drüber kommt, ja einfach mehr zum Festhalten hat, wenn dieser Unterlack nicht so ganz glatt und glänzend ist. Also habe ich vorher schon gerade als Unterlack unter meinen Nagellack drunter gemacht und finde ich jetzt schon sehr, also finde ich zumindest von dem, wie es halt auch so ausschaut, gut. Könnte ich mir auch vorstellen, dass ich dann einfach so zwei Schichten drauf mache und einfach so ohne Nagellack drüber trage. Dann habe ich mir aber noch einen zweiten Nagelhärter geholt, auch von Look by Biber. Und das ist halt jetzt die glänzende Variante, also so der ganz, ganz normale, wo ich mir denke, dass der sicher auch als Unterlack gut ist, wenn man halt so einen normalen nagelhärtenden Unterlack haben möchte. Dann noch eine Look by Biber Sache. Ich habe mir nämlich drei verschiedene Farben auch gekauft für die Nägel. Und das eine ist diese Farbe da, auch von Look by Biber, ein Nail Quickie. Das sind diese schnell trocknenden Nagellacke. Und zwar ist das, und ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sieht, in dem Licht so ein heller Braunton mit ein bisschen so einem, ich würde sagen, so ein altrosa Stich ist dabei. Ich schaue gerade, ob hier irgendwo eine Farbnummer, ja, Nummer 26 Grayish steht da drauf. Also Gray und dann SH. Grayish. Dann habe ich von Bourjois, und da war es heute beim Biber so für alle, die nächstes Jahr zum Biber gehen, dass von Bourjois alles minus 50% war. Also habe ich natürlich gleich bei Bourjois zuschlagen müssen und habe mir diesen Nagellack da geholt. Das ist so ein Grauton mit Grünstich und das ist die Nummer, gute Frage, es steht hier eine 23 drauf, aber ich weiß nicht, ob das die Farbnummer ist, also da traue ich mir jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber es ist eben wie gesagt so ein, ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann, so ein Grau mit einem sanften Grünstich. Ich finde, je nachdem, wie das Licht drauf fällt. Und das ist auch das, was ich gerade jetzt auf den Nägeln drauf habe. Ich finde, es ist je nach Licht. Also jetzt zum Beispiel schaut es da bei mir ganz grau aus, aber vorher im anderen Raum, beim anderen Licht, war es wirklich so ein bisschen so grünstichig, fast so wie so Tarnfarben. Und das, also ich finde, das ist eine sehr nette Farbe. Jetzt gerade im Winter passt ganz gut zu diesen Farben, die einfach jetzt so in sind. Also ich finde gerade dieses Rostrot, wie auch zum Beispiel mein Oberteil jetzt da ist, da passt das gut dazu. Also das ist diese Farbe. Womit ich nicht so super zufrieden bin, ist folgendes. Das ist zwar außen drauf gestanden, aber ich habe es mir nicht so schwierig vorgestellt. Dieses Bürstchen, ich hoffe, du siehst das, das ist so abgeschrägt. Und das ist eben mit Absicht so abgeschrägt, anscheinend damit man irgendwie präziser ausbessern kann, wenn dann irgendwie sowas absplittert. Aber ich muss sagen, jetzt so
für das Auftragen von so einer ganz normalen Schicht finde ich es fast ein bisschen schwierig, weil also so diesen Bogen hinten bei der Nagelhaut schön zu bekommen, finde ich, also habe ich echt total schwierig gefunden. Das war das erste Mal, dass ich mir von Bourjois einen Nagellack gekauft habe. Und ja, ich meine, das ist vielleicht Übungssache, aber halt für jeden, der jetzt sagt, fein, das möchte ich nur dazu gesagt haben, dass da die Bürste, also der Pinsel, das möchte ich nur dazu gesagt haben, dass der Pinsel da echt nicht so richtig einfach zu verwenden ist. Also für mich jetzt, weil ich es halt auch so nicht gewohnt bin. Aber sonst im Auftrag ist das sehr angenehm. Dann habe ich von L'Oréal Paris eine Pastellfarbe gekauft. Und ich müsste jetzt schon wieder lügen, wie die Farbe heißt. Aber das ist so eine Nude Farbe, also so ein bisschen eine, nicht wirklich rosa, sondern mehr so ins Pfirsichfarbene gehend. Also so beige mehr. Und das ist eben von diesen Pro-Keratin-Pastellfarben, die ja auch ein bisschen nagelhärtend sein sollen. Also du siehst, ich habe da heute zugeschlagen in der Nagelabteilung. Ich genieße das immer so in den Ferien, weil ich ansonsten eigentlich jeden Tag Gitarre spiele und auch mindestens einmal in der Woche klettern gehe. Es ist so, dass ich eigentlich meine Nägel nie lackieren kann, weil halt beim Klettern und beim Gitarre spielen, da würde ja sofort jeder Lack absplittern. Und das ist sowas, was ich immer genieße, wenn ich dann woanders bin und eben diese Dinge nicht mache, dass ich dann so ein paar Tage lang doch die Nägel auch mir schön machen kann. Und ja, deswegen heute dieser Kauf von diesen ganzen Nagelprodukten, weil es mich gerade so freut wieder. Und dann, weil ich natürlich meinen Nagellackentferner daheim vergessen habe, habe ich mir einfach diesen ganz billigen, auch von Look by Bieber geholt, diesen acetonfreien Nagellackentferner. Also es war einfach der günstigste, deswegen habe ich den genommen und ich habe vorher meinen alten Nagellack damit entfernt und es ist gut gegangen. Also ich glaube nicht, dass man da so viel falsch machen kann. Dann habe ich noch zwei Dinge mir gekauft. Und zwar habe ich ja so irre viele dicke Haare und bin immer auf der Suche nach solchen Spangen, mit denen ich mir einfach, wenn ich mir das Make-up mache oder wenn ich mir abends das Gesicht wasche, mir die Haare kurz so raufklemmen kann. Und das ist in der Zwischenzeit ganz schwierig geworden, da was zu finden, was wirklich all meine Haare oben halten kann, auch weil sie halt so lang sind und dann ist es halt schon eine ganze Menge, die man da hochklemmen muss. Und jetzt habe ich da heute auch von Look by Bieber, oje, das tut mir jetzt schon leid, dass da so viele Look by Bieber Produkte sind, die man echt nur beim Bieber kriegen kann, habe ich einmal so eine ganz, ganz massive Spange gekauft und dann noch eine zweite, ich hoffe man sieht das da halbwegs schwarz auf schwarz, ja, also zwei so große Spangen einfach, die, wo ich das Gefühl habe, die können relativ viel Volumen schaffen, weil ich hatte eine, die dieser hier ganz ähnlich war und die habe ich letztens zum Explodieren gebracht, da ist da hinten in diesem Gelenk wirklich das abgesplittert und das heißt, die musste ich echt wegschmeißen, die konnte man auch nicht mehr kleben und deswegen habe ich jetzt da ein Replacement quasi eingekauft. Dann habe ich noch zwei Dinge gekauft für meinen 10. Abonnenten. Da kommt noch was Drittes dazu, aber da habe ich heute nichts gefunden, was mir gefallen hat. Ich habe ja auf einem vorhergehenden Video gepostet, dass ich mich so gefreut habe über die Abonnenten und gerne dem Abonnenten mit der Nummer 10 ein Geschenk machen möchte. Bis jetzt hast du dich noch nicht bei mir gemeldet, also bitte melde dich. Ich habe nämlich jetzt schon angefangen, ein bisschen was einzukaufen. Und zwar habe ich schon eingekauft heute, auch von Look by Bieber, einen Nagelpflegestift, den ich liebe und wo ich deswegen finde, okay, den möchte ich gern weiter schenken. Und dann habe ich auch noch heute gefunden, und das fand ich einfach so süß, deswegen musste ich es mitnehmen, einen Hello Kitty Lippenbalsam in der Geschmacksrichtung Erdbeere. Also melde dich bitte bei mir, damit ich dir deine Sachen schicken kann. Es kommt noch was Drittes dazu, aber das wird dann eine Überraschung. Und da habe ich heute auch noch nichts gefunden, was ich so ideal gefunden hätte. Ja, also das war mal beim Bieber heute. Dann bin ich noch weiter und habe in einem Spielwarengeschäft ein bisschen geschaut, weil ich ein neues Spiel einkaufen wollte, weil ich mit meinem Freund und überhaupt so mit Freunden gemeinsam, wir spielen sehr gern Gesellschaftsspiele. Und wir haben vor jetzt schon einige Monate oder vielleicht sogar Jahre her
uns einmal geholt, Kakerlakensalat. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein Kartenspiel mit so Kakerlaken und Gemüsekarten. Wenn du das noch nicht kennst, das ist echt so ein Tipp. Das ist ein ganz, ein tolles Spiel, um es auch in einer größeren Runde mit Leuten zu spielen, wenn man Besuch hat. Und das ist eben von diesen drei Magier-Spielen, also so heißt diese Marke. Und da gibt es ganz viele so Spiele rund um alle möglichen so Tiere, die man nicht leiden kann. Also Kakerlaken und Taranteln und Schaben und ich weiß nicht was alles für Tiere. Und wir haben eben schon den Kakerlaken-Salat, dann haben wir Kakerlaken-Poker. Und heute habe ich ein drittes Spiel da dazu geholt. Und zwar heißt das Tarantel-Tango. Und das ist eben auch, da oben ist diese Marke zu sehen, diese drei Magier-Spiele. Und ja, ich hoffe, es ist genauso lustig. Also Kakerlakensalat kann ich wirklich total empfehlen. Das ist einfach ein ganz ein lustiges Spiel, kurzweilig und das auch schnell geht. Also da dauert auch eine Runde nicht so ewig. Und ich hoffe, dass Tarantel-Tango eben genauso lustig ist. Das habe ich auch noch heute eingekauft. Und dann, für alle, die irgendwo in Österreich unterwegs sind, es ist wieder die Jahreszeit für die Schokomaroni vom Heindl. Wer die noch nicht kennt und irgendwo da drankommen kann, das ist der Tipp des Jahrhunderts. Ich liebe die. Für die könnte ich morden, glaube ich. Schokomaroni vom Heindl. Und die gibt es immer nur so eine ganz kurze Zeit im Winter, weil das ist eben Frischware. Also das sind echt frische Maroni, die da drin verarbeitet sind. Und eben, ich glaube, gar keine Konservierungsstoffe und so drinnen. Und deswegen halten die auch nur ganz kurz. Also diese Packung, die ich jetzt heute gekauft habe, die hält bis 12. Jänner nur. Also echt immer nur so 2 Wochen ungefähr oder 3 Wochen. Und dann werden die schon kaputt. Also die sind echt ganz super lecker und frisch. Und wer Maroni gern mag, also so Esskastanien, der wird die lieben. Und ich finde eben, es gibt die auch vom Pischinger, glaube ich. Aber ich finde, die vom Heindl sind die allerbesten. Und das ist echt sowas da. Ich hab 2 Packungen gekauft für zu Hause und eine, um sie gleich hier zu naschen, weil ich die wirklich liebe und die gibt es eben immer nur so selten und eben auch nur da in, ich weiß gar nicht, also der Heindl selbst, diese Firma ist ja in Wien. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es die nur in Wien und Umgebung gibt oder ob es die in ganz Österreich gibt. Vielleicht hinterlass mir einen Kommentar, wenn du irgendwo weiter westlich aus Österreich kommst, ob es die bei dir auch gibt. Also wer so ein Heindl- oder Pischinger-Geschäft oder so in seiner Umgebung hat, auf jeden Fall reingehen und Schokomaroni holen, weil für die kann man wirklich, von denen kann man wirklich gar nicht genug kriegen. Ja, dann war es das jetzt mit meinem Haul. Freut mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, wenn dir das Video gefallen hat, dass du den Abonnieren-Knopf drückst, damit wir uns dann beim nächsten Video hoffentlich wiedersehen. Wenn dich eins von den Produkten interessiert und du da gerne eine Review dazu hören möchtest oder meine Meinung gerne hören möchtest, wie es mir damit gegangen ist, dann einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich versuche auf alle Kommentare brav zu antworten. Ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis bald.